Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute wieder ein bisschen meinen Vulpera-DK weiterleveln. Mittlerweile sind wir hier Stufe 90 und ich bin auch schon in der Garnison. Wir hatten das letzte Mal aufgehört mit 88, kurz vor 89. Jetzt gibt es aber so einen schicken EP-Buff und den wollte ich für ein Video ausprobieren. Und ich habe so viel EP bekommen, tatsächlich, dass ich auf Stufe 90 gekommen bin. Dann dachte ich mir, komm, ich fliege hier gleich schon mal her. Dann kann ich mir das ewige Rangefliege im Video sparen und wir legen hier direkt in BFA los, tatsächlich. Und jetzt will ich, bevor wir die Bonusziele machen, einmal die. Warte mal, habe ich die Quest schon angenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss die Quest noch annehmen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir genau alles brauchen. Das können wir jetzt mal alles hier ausblenden. Und zwar habe ich Höllenhalbinsel. Ja, wo sind wir denn hier? Spezialangriff Zangarmarschen. Ich glaube, die Quest muss ich nur annehmen da drin. Und zwar müssen wir ein paar Quests machen, dass wir hier die Rohstoffe kriegen. Jetzt nehmen wir einfach mal alles hier an. Und Stufe 110 werden. Wir können auch den Timer einmal anschmeißen. Und dann holen wir einfach Bonus. Ja, Bonusziele eins nach dem anderen, die reichen ja eigentlich so schon, dass man allein mit den Bonuszielen quasi auf Max-Level kommt. Also, beziehungsweise Max-Level halt hier in Draenor. Wir wollen aber noch ein bisschen drüber hinauskommen. Und jetzt, da wir den 100% Erfahrungsbuff haben, ne, also quasi den Corona-Buff sozusagen. Ja, Blizzard hätte ihn auch so nennen können. Den haben sie jetzt eingeführt, falls ihr das Video später seht, wegen der Epidemie, die wir haben, oder Pandemie ist es ja mittlerweile. Und die Leute müssen ja zu Hause oder sollen am besten zu Hause bleiben. Und dementsprechend, ja, hat Blizzard dann sich gedacht, komm, bastelt man einen Buff rein, dass die Leute, wenn sie zu Hause festhängen, was zum Tun haben. Und das, was sie zu tun haben, ist quasi, sie können dann 100% schneller leveln. Beziehungsweise wir haben halt einen 100%igen Buff. Der stackt halt auch mit dem Heirlooms, also sprich. Wir haben da auch noch einen kleinen Vorteil. So, killen wir mal die Sau hier weg. Seht ihr, wie schnell ich die umgehauen habe? Warte mal, du leuchtest so komisch. Mit wie viel Corruption spielst du denn? Mit 40. Hast du genau 40? Weil du weißt, wenn du 39 hast, dann hast du das Viech nicht. Weil, also, ich spiele jetzt immer mit unter 40 Corruption. Also, das Vieh ist jetzt nicht sonderlich schlimm, ne? Aber ich habe keine guten Corruption-Teile, wo sich's lohnen würde, dass ich sie anziehe, dass ich drüber komme, weißt du? Also. Aber du hast ja, glaube ich, du hast tatsächlich bessere Corruption-Sachen als ich, oder? Ach, shit, ich wollte nicht der Folge gucken, sondern das Gear. Was hast du? Du hast gar kein. Ah, hier. Ah, du hast halt einen Zweier Zwielichtsverwüstung, ne? Das Und ist. das zweimal. Das ist halt. Aber du. Ach so, hier, ich sag mal gerade, warum hat er den 420er Ring an? Aber ja, du hast. Alter, der hat auf beiden Ringen hat er halt einen Zweier-Proc. Ich habe zweimal einen Einser-Proc, ne? Das ist halt richtig gut, was du da hast. Du hast halt 24% von dem Life, ne? Von den Millionen. Du rotzt halt richtig rein. Weiß, ich habe bei drei Gegnern 1,4 Millionen rausgehauen. Das ist nicht schlecht. Wie viel macht dein Zwielichtsverwüsten so einfachen Schaden? Also jetzt an so einem Mob, weil es geht ja auch noch ein bisschen hoch durch Vielseitigkeit, es geht ja noch hoch. Du hast ja wahrscheinlich auch den geskillt. Na, wie heißt's hier? Den Shit hier auf dem Level. Ja, genau hier. Beißen und Reißen, da haben wir noch ein bisschen Prozente hoch und es gibt ja ein paar Effekte, die das stacken, ne? So, unterschiedlich mal 700k, mal Was? 500k. Ach so, okay, das ist halt schon echt krass. 700k. Ja, das ist schon krass, aber da hast du einen Crit, ne? Weil bei mir proc's halt mit so 200, 300k, aber ich habe halt die Also Hälfte von dir, ne? 400, 500k sind es eigentlich schon immer. Da kannst du halt jemanden im PvP einfach nur zerstören. Das habe ich auch. Weiß, habe ich auch, okay. Ohne Scheiß, die haben ja jetzt me mehrere Sachen in der Arena genervt, ne? Dass jetzt, ich glaube, hier diese Tentakeln können jetzt nur alle 10 Sekunden proc'en. Und was halt auch noch alle 10 Sekunden geht, ist halt hier die Opa. Stars-Gedönse, ne? Also das haben sie weggenervt. Aber diese Geschichte, Zwillichtsverwüstung, haben sie nicht genervt, weil das bei den meisten DDs halt nicht so viel Schaden macht, weil sie nicht so einen hohen Life Pool haben. Aber bei Tanks haut das halt böse raus. Und ich bin halt überlegen, ob sich's lohnen würde, weißt du, mal zweimal 75er anzuziehen, also zweimal 18, dann hättest du halt richtig viel. Weil was wärst du bei 36, ne?
Dann könntest du da wahrscheinlich einen im PvP in Arena echt weg one-shotten. Ja, mach ich grad. Ja gut, gegen den anderen Tank ist halt, ne? Falsche Da hat es Vier wahrscheinlich nicht so rausschneiden. Effekt, aber ich rede jetzt von DDs, da kannst du sie wahrscheinlich schon ordentlich wegboxen. So. Habe ich jetzt genug Münzen, um mir einen Trank zu kaufen? 200, okay. Das passt eigentlich. Jetzt muss ich nur irgendwie kurz das eine Ding hier machen. Oder wir sammeln hier noch einmal. Komm, wir sammeln einfach das Ding da hinten auf. Dann müsste das eigentlich auch reichen. Schau mal, das hat jetzt einfach 56k gebracht, das eine Teil aufzusammeln. Gut, ich bin jetzt Stufe 91. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Wo kann man den Trank kaufen? Auf der Hornseite bin ich mir mal gar nicht so sicher. Bei dem Typen war das, ne? Macht ihr jetzt hier ein Bärenduell? Ich kann mir, glaube ich, sogar Wenn zwei ich Tränke verliere, holen. rausschneide das schnell. Rausschneiden. Leute, das dauert ewig. Lass lieber loslegen hier. Weiß. Ja, echt so, hätte eh keine Chance gegen mich. Schnell weg. Ja, natürlich, er hat eh keine Chance. Ich bin jetzt überlegen, ob wir nur die. Jetzt machen wir mal nur die Bonus-Ziele, würde ich sagen. Und ich nehme halt nur so ein paar Dinger mit, die halt hier rumflacken, die auf dem Weg sind. Ich glaube, da oben war. Bei der Horde kenne ich mich immer nicht so gut auf, weil ich weniger Horde als Allianz spiele tatsächlich. Aber schau mal, ohne erholt bringt das halt 31k, wenn ich ein Ding hier aufmache. Das ist halt schon krass. Das ist halt schon krass. Gut, man könnte jetzt theoretisch hier auch noch die Vorkommen aufmachen. Ja, ich brauche mal Hilfe bei den zwei Dudes hier. Wunderbar. Ja, das bringt halt schon ganz. Ich will jetzt mal so aus Interesse hier so ein Erz mitnehmen. Was würde mir so ein Erz bringen? Naja, gut, 3800, ne? Also ist auch viel. Aber halt im Verhältnis, ne, zu so einem Item, was du jetzt einfach aufmachst, ist es halt nicht so viel. Ist halt ein Zehntel davon etwa. Gut, ein bisschen mehr als ein Zehntel, aber schon auf jeden Fall relativ gut. Was ist hier drin? Ja, da wird mir eine Kiste angezeigt. Ich glaube, das machen wir mal nicht. Das. Ehrlich gesagt, diesen Turm kenne ich hier gar nicht. Egal, wir nehmen jetzt hier dieses Bonusziel mit. Jetzt kann ich das blöderweise hier nicht wegklicken, weil das da so blöd in der Seite drin buggt. Killt ihr mal die Viecher? Ich klicke mal diese Sachen hier an. Musst du nämlich rausholen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch anklicken könnt, die Dudes. Wahrscheinlich habt ihr das schon Ich habe die schon gemacht. 100 Mal fertig gemacht. Okay. Bei Muss ich die gewisse Sachen an. Leute. Wer sind diese gewissen Leute? Machen wir das mal alles auf hier. Mal gucken, was jetzt dieses Bonusziel an EP bringt, ne? Ich hab den Trank nicht reingeschmissen. Warte mal. Wo ist er denn? Ich hab die Tränke jetzt gekauft, aber hab sie nicht aktiviert. Also hier unten habe ich den einen. Wo ist der andere Trank? Ach, da oben ist er. Wir den auch mal raus hier. So, jetzt habe ich beide Tränke drin. Ich will ja wissen, was das bringt. An EP. Wir müssen jetzt hier noch ein paar rausholen. Den Dudes. Zwei Stück brauchen wir noch. Also, das hat jetzt gebracht. 200.000 EP hat das eine Bonusziel gebracht. Das ist ein halbes Level. Das ist krass. So, wo waren jetzt die anderen Bonusziele? Ich glaube, dass der Oger. Also hier war noch so ein. Hier hinten war noch eins in der Höhle. Und ich meine, hier diese Oger gab es noch als Bonusziel. Ne? Lass da mal hinfliegen als nächstes. Das hier möchte ich ganz gern mal irgendwo wegziehen. Das nervt nämlich tatsächlich ein bisschen. Kann ich das ziehen? Diesen Extra-Button? Ja. Wunderbar, tun wir das wieder da. Normalerweise habe ich den da unten irgendwo. Hier oder so. Keine Ahnung. Also da, wo er halt nicht nervt, ne? Ich glaube, ich habe ihn irgendwo hier sonst, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Dann können wir die beiden noch mitnehmen. Und dann können wir schon rübergehen. Aber ich meine, im Gorgon musst du auch als Hordler die ersten paar Quests spielen, tatsächlich. Weil du dann mehr Bonusziele hast. Das ist ja bei der Allianz tatsächlich auch so. Ich Nee. kann nicht bis zu Gorgon kommen. Was meinst du?
Was mit Ich habe ja gerade Gorgon? auch meinen Kultiran hochgemacht. Ich bin gerade bis zu Gorgon gekommen. War schon 104. Aber gut, dann hast du ein paar andere Gebiete gemacht. Weil hier Ja, gibt's ja. Hier gibt's ja nur drei Dinger, oder? Was hast du denn gemacht? Du hast wahrscheinlich Schattenmontal gemacht, ne? Oder? Schademontal, Talador, Spitzen. Das war es dann eigentlich fast. Ja, okay, aber ich gehe halt immer als zweites nach Gorgon, weißt du? So mache ich das. Wieder als Allianzler da hochfliege. Ja, Gorgon ist das Gebiet, wo es am meisten Zeug gibt. Hey, danke dir fürs Followen. Ihr könnt mal die Viecher killen. Ich mach mal hier diese Dinger auf. Ah, da sind schon ein paar andere. Jetzt brauche ich noch ein paar Frostmagier. Sechs Frostmagier brauche ich noch. Stadl, hey, grüß dich. Aber die haben jetzt hier die ganzen Mages gekillt. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Dass da jetzt ausgerechnet zwei andere Typen sind, die alles umgeboxt haben. Vor allem, das sind auch noch zwei Lowies. Hier oben ist noch einer. Ah, warte mal, hier ist irgendwo auch noch ein Item, was ich. Ah, das hier. Dann einfach nochmal 30k. Zwei Magier brauchen wir noch. Hier ist noch ein Erz. Komm, dann nehmen wir das auch noch mit. So, sind wir Level up. 92, perfekt. Dann gibt es da drüben noch eins. Hier diese Höhle. Also ich nehme jetzt theoretisch, normalerweise nimmst du halt wirklich alle hier diese Bonussachen mit. Aber ich denke mal, mit dem 100% EP-Buff werden wir eh sowas von overcappen, dass ich das ganze Zeug jetzt liegen lasse, ne? Also das nehme ich jetzt gar nicht alles mit. Beim in Gorgrund, da hat sie weiß ich wie viel. Ja, da kriegst du ja richtig viel Zeug. Da werden wir, denke ich mal, ganz gut durchkommen. Ah, ich mag tatsächlich WoD immer eher am liebsten. Da kannst du echt schnell durchballern. Das ist schon immer ganz cool. Hier diese Höhle, die ist halt auch ganz gut. Da liegt halt viel. Also, ne, das ist buggt jetzt. Das liegt jetzt hier nicht alles drin. Aber richtig schön. Die komplette Map ist jetzt voll mit dem Zeug. Das ist halt gar nichts mehr. Was müssen wir denn hier machen? Hier aber. Ah, ne, du musst glaube ich, nichts anklicken, ne? Du musst, glaube ich, alles. Alles einfach nur Bloß töte, töten. glaub. Ja. Dumm, ich gehe mal die andere Richtung lang. Ah, schau mal, da kommt noch ein anderer Dude hier rein. Theoretisch könnte man den einladen, aber ich glaube, der ist schon in der Gruppe. Brauchen jetzt noch einen Boss. Dann haben wir es hier auch schon wieder. Ich könnte die Erze dabei mitnehmen. Wo ist denn der letzte? Also einer muss hier noch sein, ein Boss. Die ganze Map ist halt. Da Wahrscheinlich ist unten. der. Ah ja, da ist der Beißer. Perfekt. Ab wann war Gorgon? War das ab 102 oder? Ja, genau, okay, passt. Weil 102 bin ich ja schon. Und fast 103. Gorgon müsste dann ganz gut abgehen. Früher gab es ja auch noch diese Geschichte mit diesen EP-Tränken, ne? Da konntest du ja auch nochmal übelst hochballern, das Ganze. Aber die gibt's theoretisch schon noch im Spiel, aber du kannst sie nicht mehr spielen. Du kannst nur noch Altware quasi haben. So. Blitzdinger da. Ja, genau. Hier sind für ein paar hunderttausend sind die noch quasi hier im Auktionshaus, aber das rentiert sich tatsächlich nicht. So, jetzt muss ich mal schauen, was wir freispielen müssen, dass wir dementsprechend die zusätzlichen Bonusziele kriegen, aber ich glaube, du musst auch das Lager freispielen, so wie bei der Allianz, ne? Bloß ich weiß halt nicht, ob du dann auch die gleichen Sachen wählen kannst. Also ich glaube, die Quest, hier müsste sie losgehen, dann musst du dieses eine Lager freispielen und sobald du das gemacht hast und die Auswahl getroffen hast, müsstest du dann drei oder vier Bonusziele mehr haben als normal. Und das nehme ich bei der Allianz immer mit und bei der Horde versuche ich das jetzt auch mal. Weil das lohnt sich dann schon, wenn du jetzt hier für ein Bonusziel ein halbes Level kriegst, ne? Vier mehr hast, sind es halt zwei Level, die du mehr da ballern kannst. Das rentiert sich dann auf jeden Fall. Jetzt fliegen wir mal so rum.
Ja, theoretisch könnte man hier diese ganzen Sachen mitnehmen. Das wären wahrscheinlich easy nochmal ein Level 1,5, vielleicht sogar 2 mit den ganzen Buff-Sachen. Wenn du rechnest 30 pro Ding, ne? Ich weiß nicht, wie viel hier rumliegen, aber dann brauchst du so 15 für ein Level-Up. Und hier liegen mehr als 15 rum. Wahrscheinlich sogar eher 30. Sudala, wo haben wir denn? Da ist das Questing. Ich denke mal, auch die Legion-Invasionen werden halt übelst viel bringen, ne? Blöd, dass ich halt meinen Mechagnom schon vor ein paar Wochen hochgelevelt habe. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich gewartet, ne? Also so ein 100% Buff, den hat man noch nie im Spiel, dass man einfach so kriegt. Das ist schon echt nice, dass Blizzard das macht. Ah, den kriege ich auch für die Quest 60.000 EP, ne? Achso, nur hier hinlaufen hat jetzt schon mal die EP gebracht. 60.000. Okay, jetzt muss ich hier Mobs töten und in der. Was muss ich hier machen? Masken des lachenden Schädels. Ihr könnt einfach mal Mobs umhauen. Ich muss die Masken hier looten. Eine. Ah, hier ist eine Quest geploppt. Perfekt. Hier ist nur so ein Gorn. Aber die bringen mir nichts, die Gorn. Ah, da liegt noch so ein Maskendude. So, zwei Masken brauchen wir noch. Hier können wir das Ding noch mitnehmen. Da wirst du, glaube ich, mal weggeschleudert, ne, von dem Teil. Ja, yep, nochmal 30k mitgenommen. Hier haben wir noch den großen Boss. Kann ich dann halt auch nochmal gucken. Da haben wir noch eine und da hinten. Hier könnt ihr den einen Mob hier vorne noch weg. Ah, oder ich nehme einfach die da mit. Das müsste aufpassen. So. Halt, da hinten wäre auch noch eine Quest. Was müssen wir da machen? Brauchen wir die? Ja, da in der Hütte steht normal immer einer. Ja, genau, den müssen wir töten. Sein Auge brauchen wir. Ah, okay, den habt ihr schon umgeboxt. Den muss ich dann nochmal umboxen. Weil er anscheinend nur dann das Auge kommt. Nicht, ob ich den unbedingt brauche. Waren wir jetzt ein bisschen zu voreilig, den zu töten, hä? War ja nicht. Ach so, hast du das gewusst, dass wir den danach noch brauchen? Ich weiß jetzt halt nicht, ob es die Quest jetzt gibt. Ah, ja, okay. Also, ja, du, kein Problem. Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, um ehrlich zu sein, dass du dann hier die Quest noch annehmen musst. Er ist wieder da. Gut. Kann ich, aber jetzt kann ich nicht looten, oder? Doch. Das Auge brauchen wir. Moloch, du, hey, grüß dich. Ah, jetzt ist das Auge drin, weißt du? Irgendwie ganz komisch. Ja, 100% mehr EP ist eine nice Sache. Und jetzt wird mir auch der Buff angezeigt, komischerweise, ne? Gestern wurde mir der Buff nicht angezeigt. Vielleicht war das da noch zu früh. So. So, ich muss hier so eine Ding abfeuern. Die Quest hier kenne ich nicht. Okay, das können wir mal abbrechen. Passt schon. Ich muss bloß in das Lager kommen, dass wir dann die Bonusziele freischalten. Da oben müssen wir hin. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir noch was, was wir looten können. Also das mit der LP ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ah, hier musst du auch was auframmen, beziehungsweise hier sprengst du es dann auf. So, aufsprengen. Sind, glaube ich, hier sogar fast weniger Quests, ne, als bei der Allianz. So, wo können wir das abgeben? Ah, bei Durotan. So, was brauchen wir? Ich glaube, ich würde sagen, wir brauchen den Schredder, ne? Ich nehme immer die Kampfarena da. Ja, aber also, du brauchst das, was du, wo du mehr Dings kriegst. Ich glaube, den Schredder, da kriegst du die Bonus-Quest-Sachen. Jetzt schauen wir mal.
Sieht gut aus. Ich habe jetzt, glaube ich, einiges hier. Okay, ja, dann fliegen wir sie mal ab. Fangen wir mal da hinten an. Fliegen wir mal einmal hoch und dann so runter. Weil sonst hast du dieses Mage-Ding und diese ganzen Sachen, die hast du sonst nicht, ne, wenn du sie nicht holst. Also wenn du hier das Ding nicht freispielst und jetzt auch noch ein Level ab. Also hier müssen wir die Fässer aufmachen und die ganzen Typen töten. Wir könnten mal alle Typen umbringen, ich mach die Fässer auf. Und das Bonus-Ding da oben kann ich da mitnehmen. Weißt du, wo die Bosse sind? Hab's ja ein paar Mal gemacht. Ja, ich weiß mittlerweile auch schon auswendig, wo man überall hin muss. Ich glaube, der andere Dude kann sogar das Zeug noch aufmachen. Er tötet den mal, der will hier den Boss töten. Oh, der verreckt eh gegen den Boss. Ja, so ein Shitter, der Hexenmeister, der ist eh gegen den Boss hier verreckt. So, 5 Fässer brauche ich noch. Und ein paar Oger, also wir müssen noch ein paar Oger umboxen. Das sind 9 Oger brauche ich noch. Ach so, du hast ihn weggemoonfeuert. Ah, okay, ich dachte, das normal gegen den Dings verreckt. Besser ist es. Ach so, okay. Ja gut. Da, oh shit, jetzt habe ich ihn versehentlich rangezogen. Ups, das wollte ich gar nicht. Hier ist noch so ein Monk drin, aber den könnt ihr leben lassen. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht die Leute killen, das bringt uns ja nichts. Ist ja bloß ätzend dann. Aber ich brauche noch so Fässer. Ah, hier sind noch welche. Ich hab den umgehauen. Bleiben nur so, geht die Mobs verreckt. Hier Habe ich unten mir sagen den. lassen. Hier unten den einen Boss brauchen wir noch. Ich habe noch einen Boss bei mir. Dann brauchen wir noch einen. Also den auf dem Turm brauchen wir auch noch. Oben, der auf dem Turm. Den müssen wir noch machen. Nachdem, was heute Nachmittag die Alice mit mir gemacht hätten. Echt? Stimmt, ja, die haben dich weggenatzt, ne? Aber gut, ich habe nicht gesehen gehabt, dass genau in dem Gebiet die Invar ist, weil dann ist immer Kacke, dann funktioniert das immer nicht so richtig, weil dann zu viele Leute da sind. Trotzdem, unnötig. Ja, du hast halt Loot gegeben, ne? Sobald einer Loot bringt, hier einfach alle umhauen. Achso, du kannst diese. Ach, schau mal, er hat die Sachen nicht gemacht, dann klick du mal die Sachen mit mir an. Dass wir ihnen die Mobs umklopfen. Weil das Anklicken dauert immer am längsten. Zeug verbrennen. So, okay, wir brauchen jetzt nur noch Mobs. 7 Mobs brauchen wir. Hier oben sind noch welche. Da hinten, die zählen auch noch mit rein. 5 brauchen wir noch. 4 Stück. Hier oben müssten noch welche sein. Schaut bei mir. Perfekt. 105 sind wir jetzt schon mal. Ja, auf 110 komme ich bestimmt heute. Ihr seht ja, wie schnell das geht. Jetzt haben wir schon 5 Level gemacht in 20 Minuten. Also, ich denke mal, ich bin in der Episode, müsste ich auf 110 kommen. Bin ich mir relativ sicher. Bin ich mir relativ sicher. Hier könnt ihr jetzt einfach die ganzen Viecher töten. Ich mach derweil hier mal das eine Ding auf. Teil hier. Hier muss man, glaube ich, nur was töten. Ne? Hier brauchst du sonst nichts. Komm, ich schnapp mir jetzt einen hier. Okay, den wollte ich. Also wir brauchen. Könnt ihr auch so einen Typen mit einladen? Bin ja nett, wenn der vielleicht mitmachen will. Also, was brauchen wir? Wir brauchen noch einen Wurm und ein paar kleine. Bei den Würmern muss man immer hinfliegen, dass sie rauskommen. Ich habe den in eine Gruppe eingeladen, ne? Aber der will keinen Free Carry Ja, anscheinend. das ist schon wieder was Besseres als mir. Ja, anscheinend. So Naja, besser so ist so. es. Hier hinten. Ah ja, gut. Jetzt brauchen wir noch einen Wurm und ein paar kleine. Okay, Wurm haben wir fertig. Hier brauchen wir jetzt noch.
Die ganz kleinen müssen wir noch ein paar umboxen. Hier sind noch welche. Müsste genau reichen. Jo, perfekt. Wunderbar. Ja, genau. Ich mache immer so kleine Level-Videos von dem Level-Ding. Dann können die Leute auch mal ein bisschen sehen, wie ich halt immer hochlevel. Ich mache das, ich meine, schon relativ effizient, ne? Also ich habe schon einige Chars hier hochgezogen. Das müsste jetzt, ich glaube, der 87. Char sein. Was, warum kriege ich denn die ganze Zeit hier weiter Schaden? Was ist das für ein Bug? Halt mich mal hoch irgendwie. Ich habe irgendwie einen Bug, ich habe die ganze Zeit einen Debuff drauf, der mich übelst... Ah, okay, jetzt ist er weg. Was war denn das? Wahrscheinlich dem sein Mondfeuer wieder, oder? Nee. Ja, ich kenne da relativ viel aus, wenn ich das richtig... Ich mocks mal die Typen hier ab. Da ist noch einer, den könnte ich auch noch einladen. Der mocks mir mal nicht meine Typen weg. Okay, lehnt halt ab. Ich bin immer so nett und lade die Leute in so eine Gruppe ein, wo wir übelst durchziehen. Oder? Ja, und ich denke mir so, okay, die lehnen halt ab, wollen halt nicht mit durchgezogen werden, ist ja okay. Weißt du? Wahrscheinlich Angst, wenn sie 120 sind, dass sie nämlich wissen, was sie machen soll. Achso, meinst du, oh, jetzt hier, oder kann ich den EP-Buff wegklicken? Wir brauchen noch ein paar Goren, die sind da hinten. Hier kriegen wir noch ein paar Goren. Geh mal wachs, hey, grüß dich. Hier über diese Dinger müssen wir drüber, dann kommen die Goren raus. Oder so. Nice, Level up. 96 sind wir. Seht ihr, da geht es doch. Geht das doch gut hoch. So, da hinten haben wir noch ein Ding. Dann können wir das da drüben machen, dann können wir langsam runterfliegen. Kill du mal die Großen, ich mach mal die Eier auf. Okay, jetzt was brauch, also ich brauche nur noch die Großen. Hier, die hier. Ich mag die mal, die wir brauchen. Den hier brauchen wir. Den hier brauchen wir. Und den hier brauchen wir. Okay, top. Das haben wir auch fertig. Jetzt nehme ich mal hier noch so ein Ding mit und dann können wir hier hinterfliegen. Ja, ihr seht, also das geht halt ultimativ turbomäßig. Also eigentlich brauche ich diese Sachen hier gar nicht mehr mitnehmen, aber die auf dem direkten Weg sind, denke ich mir, komm, die nehme ich jetzt nur schnell mit. Weil ich will ja nicht nur auf 110 kommen, sondern auf 120 am besten. Nicht 104, genau, so rum. 120 wäre noch besser. Hier, das hier können wir noch mitnehmen. Weil ab 104 wird es dann langsam ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt rechne, was hat man das letzte Mal geschafft? Ich glaube, ich habe mit dem Dings, ne, bin ich ja dann mit, ich war auf 104, dann habe ich noch die Legion-Invasionen mitgenommen und die ganzen Bonusziele und war auf 108. Jetzt mit dem 100% Buff müsste ich doch eigentlich auf 110 kommen. Also mit einer Legion-Invasion und diesen Bonusdingern, das müsste eigentlich ausgehen. Ja, mit Ding, mit dem 100% Buff, das merkst du deutlich, ganz klar. Das merkst du schon recht deutlich. Da kannst du echt durchballern. So, hier müssen wir nur Mobs töten. Oh, hier ist ein Hortler. Okay. Nochmal ein Dude. Geh mal auf die andere Seite rüber. Versuch mal wenigstens einen zu töten. Moment. Ja, eigentlich irgendwas, was ich looten kann. Nee, das Buch ist da noch und sonst. Da haben wir hier unten noch eins. Den großen, ne? Da musst du mal aufpassen vor dem. Dass der nicht irgendwelche Spirenzien veranstaltet. Ich tue wenigstens so, ob ich useful bin, weißt du? Die Quest kannst du theoretisch auch mitnehmen, die kannst du nämlich direkt dann abgeben. Die dann theoretisch... Na gut, 27.
Obwohl hier 80k, 27 ist die ungebuffte, ne? Die gebuffte ist dann halt 80. Da weißt du, was los ist. Was brauchen wir noch? Ein paar von denen. Ne, von denen haben wir. Die kleinen brauchen wir noch, ne? Einen kleinen noch. Wunderbar, Level up 97. Ja, 3 Stunden, 3 Stunden schaffe ich easy. Ja. Sieht, jetzt bin ich 97. Ich habe jetzt geschafft, in unter einer halben Stunde 7 Level zu machen. Also, das ist alles kein Stress. Gut, ne? Also, vieles davon ist natürlich zu verdanken, weil die Leute mich hiermit durchziehen, ne? Weil die Bonusziele so schnell gehen. Wenn ich die normal spielen würde, würde es halt wesentlich länger dauern. Das ist eh klar, ne? Aber das ist hier das Schöne in Legion, da kann man noch so Zeug machen. Ich komme fast auf 110 hier in dem Gebiet, oder? Wie viele Bonusziele sind es noch? Das sind jetzt, glaube ich, noch 3. 4 sind. Nee, Da sogar unten, das sind noch 5. richtig viele. Ja, da sind noch mehr. Warte mal, hier, das Ding kann ich noch mitnehmen. Das sind, glaube ich, noch 5. Du hast jetzt die Hydrin noch. Dann hast du die Höhle, das freie Feld und hinten die Dinger. Also 4 oder 5 sind es, die da nach unten sind. Ja, ganz wird es wahrscheinlich nicht reifen, aber auf 99 kann ich vielleicht sogar kommen. Bestsachen kann ich da im Lager abgeben. Es gibt ja auch hier ewig viele so Elite, dieses hier, der da oben zum Beispiel, der würde ja auch noch so ein Teil droppen. Komm, ich zieh meinen Schredder. So, jetzt habe ich nämlich schon 3 von diesen 80k-Quests. Ich brauche jetzt noch 4 Eier, dann haben wir's. Ein Ei. Hier ist noch ein Ei. Okay, passt. Warte, ich gebe schnell diese Quests da hinten ab und dann können wir die Dinger weitermachen. Ich habe nämlich jetzt 3 Stück. Hat der eine Kraterfürst da nicht auch noch eine Quest gegeben? Welche Kraterfürst? Wo muss da die dran vorbeigegangen sind? Habe ich vielleicht nicht gelootet, egal, bis ich den jetzt wieder suche. Gebe ich jetzt die 3 ab und dann können wir die anderen Dinger machen. Es kommt ja noch genug Zeug, weißt du? Alter, das hat mir jetzt schon wieder ein halbes Level gebracht. Also auch diese Quest bringt irgendwie viel. Jetzt bin ich ja schon 58, 98,5. Dirty Tanker, hey, ich grüß dich. Jetzt die da hinten noch machen. Da haben wir noch 2, unten ist nur eine. Ja, ich glaube, ich komme hier sogar noch, ne? Ich komme hier sogar noch nach 2 Gebieten auf 110. Das ist halt das ätzendste Ding hier drin. Ey, danke dir fürs Followen. Rocknights, grüß dich. Von den Vulperern das Set findest du nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie das genau aussieht. Das von den Mechagon-Viechern fand ich echt ganz nice, muss ich sagen. Hier müsste ich mir das noch genauer angucken, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich Ich muss es ja kann eh ja fürs was. Achievement spielen, weißt du? Also da komm ich ja eh nicht drum rum, deswegen, ja. Und wenn ich ihn schon auf 110 baller, mache ich ihn dann gleich auf 120, dass ich den ausgemaxt habe, vor allem jetzt mit dem Buff, ne? Macht dann schon einiges aus. Boss hast du auch schon umgelegt. Da unten oben das Teil will ich nur looten. Mal gucken, ob ich mit dem kleinen Vulpera da hochkomme. Hier auf diesen Stein. Oh fuck, ich habe ewig viele so kleine Viecher am Arsch. Aber die kannst du wahrscheinlich. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, ich. Movement Günther. Dieser Vulpera, ne? Weil der so. Ach komm, lass mich da hoch. Ach, ich hab's geschafft. N nicht durch Skill, aber durch Beharrlichkeit habe ich es geschafft. Okay. Ich brauche nur einen Eiersack. Nee, ich brauche nur 4 Eiersäcke.
Lass mal da hinten rumgehen, da sind ja die ganzen Säcke. Ich glaube, ich hab's raus aus dem Laden hier. Nice Level up. Jetzt sind wir 99. Zwei Dinger sind's noch hier, das müsste eigentlich reichen. Müsste. Warte mal, jetzt hat's kurz irgendwie gehangen. In die Richtung muss ich. Einmal raus. Hier ist immer diese blöden Debuffs drauf, ne? Richtig ätzend ist das. Autowalk. Sudala. Dann das Ding hier, da müssen wir die Teile aufmachen. Oh, da hat gerade einer hier ordentlich Viecher gekillt. So, jetzt muss ich kurz mit einem zweiten Account hier was weiterschicken. Bin ich nebenbei immer noch am Expulsum shuffeln. Ich habe jetzt mit meinem Main. Habe ich jetzt 1163 Expulsum, ne? Das ist eine Kampfansage, würde ich mal sagen. Ja. Expulsum shuffeln kostet halt immer ein bisschen viel Zeit, ist ein bisschen monoton, aber wenn es so nebenbei auf dem zweiten Account macht, dann geht's eigentlich. Tatsächlich. Jetzt brauche ich bloß noch so kleine Viecher. Perfekt. Hier die müssen wir noch killen, dass sie aus dem Combat kommen. Und dann haben wir jetzt unten noch ein Bonusziel und dann müsste ich eigentlich schon Level up sein, aber wie gesagt, bis 100, bis 104 lohnt sich's noch. Also ich sag mal so, die verbündeten Völker, die spiele ich halt jetzt hoch, schlichtwegs wegen dem Achievement, ne? Da gibt es ja noch einen Erfolg, den ich brauche. Und allgemein die Chars viele zu haben, ist ganz nett, weil du dann halt viele Lockout-IDs hast, ne? Für irgendwelche Sachen zum Farmen. Das ist immer schon ganz praktisch, finde ich jetzt. Muss ich so ein Teil looten? Wo ist es denn? Okay, das hat nicht viel gebracht. 400. Oh. Okay. Also hier müssen wir diese Pfähle aufmachen. Oder ist ein 120er, ne? Ich glaube, ich habe gerade dem seinen Level-Kollege getötet. Dann zum Weg bei Anima des Todes. Hast ihn umgeboxt. Ja, ist es ja. Aus Versehen. Aber töt schnell den Boss da drin. Ach nee, der Boss ist okay, den Boss haben wir schon. Weil das ist immer ätzend, wenn du dann ewig auf den Boss warten musst. Dinge haben wir. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so kleine Viecher. Halt jetzt alle tot, oder? Also von den hier Säbler-Typen, hier unten sind nur welche. Ja, passt. Oha. Oha. Habt ihr den So, jetzt jetzt angegriffen, reicht. den Typen? Nein, wir hätten nur mit dem geilen Dunkleisezeug töten müssen. Aber der ist ein Heiler. Soll ich Scheißegal, ihn ich hau ihn grabben? weg. Ich habe ihn einmal gegrabt. Und gestunt habe ich ihn auch. Oh, lol, mein Stun ging durch. Alter, der ist besser als mir. Das ist ein Heiler halt. Komm, ich grab ihn. Egal. Okay. In dem Moment hat mein Speedmarkt wieder nach draußen. Der ist ich. So Seid ein solche Assis. Scheiß. Also ich hätte ihn jetzt nicht gekillt, aber, ne? Nee, gar Okay, nicht. es hat nicht ganz gereicht. Ich bin jetzt, brauche jetzt noch 1% oder 2 bis nächstes Level. Aber egal, wir haben ja jetzt noch ein paar Zonen, die wir machen können. Ich würde einfach sagen, wir basteln die anderen jetzt auch noch. Als Hortler hast du ja hier andere Bonusziele, ne? Das ist immer ein bisschen blöd. Aber hier sehe ich fast alle nur. Gucken. Ja, hier, also ich weiß gar nicht, ob du das da unten hattest du, glaube ich, nur als Allianzler, ne? Wollen wir mal gleich mal schauen, wie das genau war hier. Schauen wir mal. Ne, hier sehe ich keins, okay. Aber die Schuhe kann ich trotzdem looten, die können wir mal mitnehmen. Haut's den Typen aus den Socken. So, Stufe 100 sind wir nach 38 Minuten. Ja, haben wir 10 Level gemacht. Das lief schon schnell. Da ist es, glaube ich, hier ist eins. Genau, dann ist hier oben Hier eins. hat sein. Ja, ich nehme halt jetzt immer noch ein paar von den Sachen mit, weil ich glaube, ein bisschen was muss ich eh aufsammeln, tatsächlich.
Hier ist das mit dem Deswegen. Schredder und hinter dem Schredder ist das mit dem Uhrturm und den Katzen, die ruhige. Genau, ja, das geht recht schnell mit den Katzen. Ach komm, tötet sie jetzt den nächsten wieder. Ach, der andere tötet Ist den. da einer? Ja, ist wieder ein Hordler umgeboxt. Ihr Wie seid viel ist es? solche Säcke. Ich Na, lasse die mal Jens, ne? leben, weil ich mir immer denke, hier, Ey. ich habe immer auch keinen Bock, wenn ich mit meinem Lowy Es umgeklopft wäre nicht werde. effizient genug. Tu mir dann immer ein bisschen leid, die Leute. Nee, mir nicht, nach dem, was ich heute Mittag mitgemacht habe. Ich merke schon. Einfach Da. rauf da. Einfach rauf da. Okay. Hier, Holz muss ich looten. Viel Holz. Hier brauchen wir tatsächlich nur die Schredder. Die ganzen anderen kleinen, die brauchen wir nicht. Also Schredder und Holz müssen wir sammeln. Weiß gar nicht, ob das Holz wieder selber sammeln muss. Ah, fuck, hier ist so ein Goren, der mich angreift. Willst du mir da helfen? Und ich habe hier auch einen Schredder bei mir. Komm her, Schredder. Roadrunner, ich grüße dich übrigens. So, by the way. Ich glaube, ich muss das Holz selber looten. Ätzend. Muss ich sogar mal selber machen hier. Geht ja gar nicht an. Oh, hier ist wieder ein Schredder gespawnt. Hinter mir. Jo, zählt nicht. Ätzend. Kannst du die Viecher da außen rum wegkillen? Ich muss da an das Holz rum ran. Also, ich habe jetzt 17 Holz, ein paar brauchen wir noch. Schredder haben wir genug, das sieht gut aus. Okay, Holz haben wir auch. Passt, dann können wir jetzt zu dem Baumding weiterfliegen. Da ist ein Rare Mob ab. Jetzt geht was, ich sag's euch. Mal scheiß leere gerade Portalabwehr. Achso, brauchst du die Hochwunder. Lernkralle noch? Ja, ist schmutziges Ding. Es gibt ja Leute, die farmen die für dich. Und sagen dir dann halt Bescheid, wenn die da ist und so. Kostet aber, Ja, glaube bei ich. meinem Holz-Internet, Alter. Da, bis ich Er da muss bin. den Charter halt abstellen und sowas, ne? Also. Gibt da Leute, die machen solche Spirenzchen. Kostet anscheinend aber auch einen Haufen Gold, wenn das jemand quasi für dich farmt. Ach, das Ding muss ich anklicken. Ach ne, das war das Falsche. Hä? Hier soll doch irgendwo ein Teil sein. Eigentlich müsste ich doch wissen, wo die alle liegen. Ist im anderen Da Haus drin oben. oder was? Ah, hier oben war das, okay. Bei dem Prototreiber hier oben. Neues Sturmgipfel. Den Timeloss, oder? Hast du den nicht? Ne. Hast du den nicht mal mit Anti gefahren, wie so ein Blöder? Nö, es war glaub Reax. Ich hab nie mit dem irgendwas gefarmt. Achso, okay. Ich hab nur Eonax das letzte Mal bekommen, random. Ja, Ionax ist auch nice. Könnt ihr die Viecher ja auch anklicken, diese komischen Kätzchen? Ich hab Den das schon Baum. zu oft gemacht. Den Baum müssen wir noch machen. Ja, da Aber warst oh, du sogar gut. dabei, als ich es bekommen habe. Was war Eonax? War da, wo wir nur abends nach dem Stream so ein paar Sachen googelt Ach so, ja, stimmt. Da, ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Ah ja, da war ja was. Reden wir nicht drüber. Okay, 101 bin ich schon mal. Wo haben wir? Da hinten war, glaube ich, nur eins und hier unten, ne? Also zwei sind hier auf jeden Fall noch. Jetzt gibt es halt dann schon ein bisschen weniger LP. Aber mal gucken. Würde ich sagen, fliegen wir mal die beiden nur ab und dann Spitzen runter. Spitzen gibt es ja auch noch mal ein paar. Also da geht es auch ganz gut ab. Glaube, die in Spitzen sind halt eine Freiheit, wenn die allein machen muss. Ja, ich weiß, die sind schon ziemlich ätzend. Da hauen die Mobs halt übelst rein. Vor allem das bei denen, wo auch wie diese Hydras sind, ne? Und wenn du da versuchst, Mobs zusammen zu pullen bei diesen Orks, da kriegst du richtig auf den Sack. Okay, ich muss dann halt auch mal ein paar Sachen verkaufen, sehe ich hier gerade. Schauen wir mal, drei Level sind das jetzt noch. Jetzt gibt es dann halt immer ein bisschen weniger. Ob ich Ausgangssperre habe? Es wird in Deutschland, also. Ich wohne ja in Bayern, ne? Und der Söder hat hier angekündigt, Ausgangsbeschränkung. Es ist natürlich eine Ausgangssperre, aber er hat es halt ein bisschen netter gesagt. Aber ja, im Endeffekt habe ich das auch. Aber ich habe schon einen Wisch vom Arbeitgeber, dass ich arbeiten muss.
Lieber hätte ich einen Wisch gehabt, dass ich nicht arbeiten muss und daheim bleiben muss. Das wäre für mich cooler gewesen, aber es hilft ja nichts. Ja. Okay, die Viecher habe ich alle jetzt totgeschossen. Okay, sind wir fertig, wunderbar. Weiter geht's. Nee, und ja, darfst jetzt halt nur noch für bestimmte Tätigkeiten rausgehen, ne, die halt wirklich notwendig sind. Wobei, mich tangiert das jetzt nicht sonderlich, weil ich jetzt eh nicht vorhatte, großartig rauszugehen. Also von dem her, das sind halt so die Vorteile des Gamer, da wirst du halt nicht wirklich beschnitten, ne? Solang's Internet läuft, ist alles gut. Was sind so wichtige Sachen, wo man raus darf? An Tankstelle Battle.net Guthabe Nee, das ist glaube ich sogar nicht abgedeckt. Also du darfst halt raus zur Arbeit, ne? Wenn du medizinische Versorgung brauchst, also zum Arzt darfst du und Lebensmittel einkaufen. Also das Zeug, was du halt wirklich auch alles brauchst. Wir brauchen ein Battle.net fürs Leben. Und darfst halt zu Lebensgefährten oder Gefährtin fahren. Das darfst du auch anscheinend. Ah, sag ich meine Frau auch bei der Tankstelle. Wenn du pimpern willst, das ist auch noch drin. Ist quasi gedeckt. Aber sonst darfst du halt nichts mehr. Auch noch So, raus. ein paar Portale müssen wir noch am besten hier. Da hinten die zwei. Saarland darf ich jetzt auch nicht mehr raus. Das ist im Saarland, ja. Ich denke mal, da werden jetzt viele andere Bundesländer auch nach und nach nachziehen. Bin mir relativ sicher. Na gut, jetzt auch nicht, ich muss ja auch nicht raus. Ja, so, lass mal Spitzen von Arag rüber. Ich habe mir diesmal extra Archäologie mitgenommen, ne? Aber es wird wahrscheinlich jetzt gar nicht notwendig sein, dass ich da groß mit Archäologie anfange. Schätze ich mal. Muss jetzt zwar langsam mal ein paar Sachen hier verkaufen. Hab dann doch ein bisschen viel Zeug rumflacken. Also 102 sind wir, zwei Level noch. Stelle ich mich mal hier hin. Das ist so frech, das Bonusziel, wenn du allein hier bist. Ja, die hauen richtig raus, ne? Du musst auch manche Mobs töten, die echt nicht so wenig Schaden machen, tatsächlich. Also, da kriegst du da teilweise schon echt ganz gut auf die Mütze. Da jetzt gemacht, irgendwas mit T. Mal hier ein bisschen was weghauen. Das hier. Blizzard-Account gebunden. Seit wann ist denn das Blizzard-Account gebunden? Hä, wo hab ich denn Was? das her? Ja, war das hier so ein Loot-Ding? Einfach hier mal alle Mobs töten. Ich verkaufe da weil mal ein bisschen was, weil sonst kann ich gleich nichts mehr looten. Das können wir mal lernen. Gut, die Granate muss ich glaube selber wegwerfen. Ja, die muss ich selber werfen, die Granaten. Aber die Bäckereien dürfen doch an sich nicht mehr aufmachen. Oder die dürfen ja nur, also ich glaube, es sind ja, Gastgewerbe ist ja zu. Es ist ja, glaube ich, nur offen so To-Go-Sachen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Bäckerei Hoffentlich. dann To-Go-Sachen anbietet oder wie das genau gemacht wird. Bei uns war es jetzt so, heute in der Früh hat so eine Bäckerei hier, ja, quasi Essen vor, also hier Backwaren als Test vorbeigebracht und bei denen kann man die jetzt bestellen, die liefern die. Also das geht anscheinend auch, ne? Also da darfst du dann auch aufmachen. Wahrscheinlich machen die genau deswegen, dass die noch was verkaufen können, ne? Bringen die halt dann vorbei. Eigentlich ganz cool. Heute früh hatte ich ein üppiges Frühstück, sagen wir es mal so, weil ich den kompletten Backwaren hier rumliegen hatte, von denen so ein Testding. Richtig nice. So ein Testing. Ja, die aber richtig rein, also Stimmt, die dann richtige einfach Tüte, war durch voll, Schubkarre mit. da war voll viel Zeug drin. Einmal hier. Also einmal das ganze Sortiment. Ja, quasi mehrere Semmeln, Brezen. Also kann mir jetzt nicht beschweren, ne? Ich wach hier, ne, nachmittags auf. Also, ne, um eins bin ich aufgestanden, da waren hier schon komplette Essen da gestanden. War schon nicht schlecht. Da habe ich mich vollgefuttert, ich sag's euch. Ja, kostenloses Frühstück, war schon toll. Warte mal, wir brauchen noch den einen, der da unten ist, in der Höhle. Und noch vier Granaten. Hoffentlich mal die Bäcker dazu. Ich komme wieder an den Meiser. Na, das wäre wahrscheinlich dramatisch. Echt so? Müsste ich 15 Kilometer in den nächsten Ort fahren? Ey, kommt mal zu mir her. Hier sind nämlich noch Granaten. Ich habe ein paar Lithium-Mobs an die Hacken.
Achso, warte mal. Habe ich die jetzt gar nicht getriggert? Ich bin so ein Skillmaster. Warte mal, wir brauchen jetzt aber noch 4 Granaten. Wo sind denn hier noch welche? Nee. Was, der Char wird heute noch 120? Ah, ich weiß nicht, ob das ausgeht. Wird wahrscheinlich schwierig. Hier sind noch welche. Den noch töten, den einen Dude da. Okay, perfekt. Dann brauchen wir da drin jetzt noch eine. Wunderbar. Was habe ich denn jetzt noch gekriegt? 133k. Ja. Ist schon noch ein bisschen was. Okay, da unten ist noch ein Bonusziel. Nee, das war aber echt top. Aber irgendwie fühle ich mich so unschuldig, dass ich dann jetzt dieses Testessen da weggefuttert habe. Eigentlich müsste ich da jetzt was bestellen, weißt du? Also klar, Moment. das ist jetzt keine Notwendigkeit, aber ich fühle mich da echt ein bisschen so, ob ich da jetzt was bestellen müsste. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Also die Backwaren, die waren gut. Kannst du jetzt nichts sagen, wenn die die sogar Das war liefern. wahrscheinlich leidig, besser. Ja, die haben mir die ja kostenlos da vor die Tür gestellt, ne? Also. In der Hoffnung, dass noch was anderes dazukommt. Ja, wahrscheinlich. Aber Als ob die sich verpflichtet. das einfach so vor die Tür stellen. Ja, doch, das ist halt so ein Lockangebot quasi. Oha. Klingeln Ja, die da mit einem Rede oder? also ich habe nicht mit denen geredet. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen Leute hier im Haus gemacht haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber also ich habe da mit keinem gequatscht. Also, ich morgens natürlich da so ein geil belegter Wege. Ja gut, es war als nichts Belegtes, ne? Das waren jetzt Ja, wo ich quasi. es wieder zurückschicke. Es war ja vom Bäcker, das war jetzt nicht hier Ja Ding, also. und, Wege macht ja auch Wusch drauf. Also ich hatte jetzt also eine Wurst war jetzt da nicht drauf, das waren jetzt halt nur Backwaren, Ja, ne? ich muss einfach wieder zurückschicken und sagen, das ist nicht Okay. drin. Das sind die Ansprüche hier. Also gut belegt wäre natürlich besser gewesen, aber ich habe das kostenlos bekommen. Das war eine ganze Tüte mit Semmeln, verschiedenen Croissant war glaube ich auch drin, Brezen und so, also da waren schon einiges an Sachen, aber die waren nicht belegt, ja. Ja, also. Hier ich so eine Hydra, eine drei zwei Hydran brauche ich noch. Ich ja 40 Tage. Hier sind noch zwei. Da hinten. Gut. Meinst du, soll ich mich bei der Bäckerei noch beschweren, da anrufen, soll die Ja, Scheiße hier? das sollen so trockene Dinge da nachstellen. Nee, also Supermärkte werden auf jeden Fall nicht zugemacht, aber Bäckerei ist ja eigentlich. Na gut, obwohl eigentlich, ne, wenn ein Supermarkt offen hat, dann muss der Bäcker eigentlich auch offen bleiben. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall liefern die das jetzt, ne? Also, oder du hast halt die Option, dass du es dir liefern lassen kannst. Find's jetzt nicht schlecht, ne? Die werden wahrscheinlich jetzt x Haushalte in der Früh abfahren und dann halt das Essen da direkt, ne, hinbringen. Trockene Brote verteilen, oder? Ja. Also, ich beschwere mich jetzt da nicht. War nicht schlecht. Würde ich vielleicht auch so in Anspruch nehmen, ne? Aber ich bin jetzt halt keiner, weißt du, das werden die wahrscheinlich um 8 Uhr in der Früh da geliefert haben. Ich bin halt keiner, der um die Uhrzeit auf ist. Ich stehe halt eher so Mittag rum auf am Wochenende. Also von dem her. Hier den Boss da hinten müssen wir auch machen, den links. Okay, der Boss ist down. Hier hinten ist der nächste. Kommt mal zu mir her. Muss nebenbei mal wieder ein paar Dinger kaufen. Komm, kaufen wir mal wieder 10.000 Stoff hier. Das nehmen wir noch mit und das hier. Dann haben wir, glaube ich, unten ist noch ein Bonusziel, oder? Ah ne, das war das letzte. Dann sind jetzt nur noch die. Ach doch, oben ist noch ein Bonusziel, da wo ich die Sachen immer nicht finde. Kennt ihr das, was ich meine? Diese blöden Höhlen, wo du immer ewig am Suchen bist. Okay, das haben wir alles. Halt, da wollte ich gar nicht drauf. Achso, da hinten den einen Boss hier, den müssen wir noch töten. Das ist der letzte, den wir brauchen. Den müssen wir noch umboxen. Perfekt. Dann würde ich sagen, fliegen wir hoch.
An das eine letzte Bonusziel, das ist ein bisschen ätzend. Warte mal, gibt's, habe ich im Schattenmontal, als Hortler hast du keine Bonusziele, ne? Da kriegst du nichts, genau. Okay. Also haben wir jetzt quasi das obere noch und dann sind es in Dings drüben sind es dann, glaube ich, auch noch drei. Oder sind es. Oder? Nee, drei Stück sind es, glaube ich. Ding hier oben drin, oder? Ah, da ist es. Ja, wir bringen halt immer noch 20k die Teile. Kannst nichts sagen. Jetzt nehmen wir noch ein paar Dinge auf dem Weg mit. Dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich denke mal, am Ende muss ich vielleicht schon noch ein paar Sachen aufsammeln. So, da wird dann wahrscheinlich. Weil die bringen jetzt halt immer ein bisschen weniger. Ich hasse es, wenn die Sachen immer so irgendwo da im letzten verwinkelten Eck drin sind. Wo ist denn das jetzt? Hier. Ach, da. Alter, du siehst es halt. Geh Hey, weg. ich hab vorhin mit meinem Gul'dan aufgemacht. Hey, ich find's, ist es halt immer noch nicht. Bin ich jetzt irgendwie. In dem Ding. Der blöde Baum. Du siehst halt nix. Ach. Da. Ja, aber ich muss die Kamera ein bisschen reindingsen, weil der Baum, ich habe die Kamera so weit draußen, der Baum verdeckt mir das. Ja. Jetzt kann man die Ausreden wieder. Ich hab's gefunden, ja, ich bin stolz auf mich. So. Nehmen wir da oben noch ein bisschen was mit und dann schauen wir mal. Ah, durchs Erkunden Level Up geworden. Hier unten ist noch irgendwas. Hier ist eine Kiste. Kiste, Kiste. Ja, jetzt geht schon runter. 13k bringt das jetzt noch. Da geht das schon runter. So, jetzt stellen wir mit dem mal wieder 1000 Handgelenkchen her. Mal schauen, was noch so ein Bonusziel bringt. Ob man noch. Was habe ich denn vorhin gekriegt? Vorher habe ich, glaube ich, noch 130k gebracht, bekommen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich dann schon erheblich weniger werden. Jetzt sind wir nämlich schon 103. Sudala. Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich keine 100k mehr bringen. Schätze ich mal. Jetzt müssen wir halt in diese ganzen blöden Höhlen rein, ne? Fuck, jetzt habe ich einen Mob Diesmal hier. sehe ich sogar nur. Du siehst es? Hast du die noch nicht gemacht? Hast du die geskippt, oder? Nö, da war ich zu voll dafür. Ja, weil das ist die Alle. letzte Drecksdinger. Das ist die beschissenste World Quest von allen. Und zwar mit Abstand ist das die beschissenste. Ich mach mal oben die Eier auf, geht ihr mal in die Höhlen rein und tötet mal die Mobs. So. Ja, Exit-Schlüssel. beim einen musst du so ein Ding aufmachen. Bei einer Höhle musst du das Zeug aufmachen, dass du den Hey, wo Boss dann gibt's den umhauen kannst. Schlüssel? Na, haben. Ich glaube, ich habe alle. Oder brauchen wir noch so ein Ding? Jetzt brauchen wir noch das Fahle. Ne, die Rillag-Eier haben wir genug. Ich kann sie noch kaputt machen. Wir brauchen noch ein paar Fahle und einen Boss haben wir erst. Drei müssen wir noch umboxen. Glaube, den müssen wir auch noch machen, oder? Den Boss hier. Ja. Den mache ich jetzt. So, einen Boss habe ich hier noch und dann brauchen wir noch einen anderen. Leeren Ritual. Das ist, glaube ich, der obere. Das ist immer der beschissenste, den ich nicht finde. Und hier, wo ich drin bin, sind auch noch ein paar Pfahle. Die kannst du umhauen. Brauchen eh noch vier Pfahle. Ist zwei noch. Jetzt brauchen wir noch das eine Ding da. Das ist da ganz hinten. Hier muss das, glaube ich, drin sein. Mit dem leeren Ritual. Ja, jetzt brauchen wir noch einen von diesen Pfahlen. Dann haben wir's. Dann wird's interessant, was das an EP bringt.
Hier unten waren noch welche drin, fliegt da mal rein und töte mal nur einen. Nein, wo fliegst du hin? Hier rein, da waren noch welche. Ah, So viele da mal. Leute. Dann mach ich den. Heroisch hau ich die letzten Fahlen um. Wenn nur eine SA können, wird schon das Mini schick gemacht. Ja, siehst du mal. Hier, ich carry euch eigentlich, ne? Oha, Erfolg. 88.000 hat das jetzt gebracht. Okay. Also drei Stück sind auf jeden Fall drüben noch, ne? Also fast 90k kriegen wir. Ja gut. Ein bisschen was ist es ja noch. 100k habe ich jetzt so schon. Dann sind es 270 knapp. Dann bin ich bei 370. Dann muss ich jetzt noch auch ein paar kleine Sachen noch aufsammeln, dass das ausreicht. Oh, ich hab hier, bin under Attack. Brauche ich quasi jetzt noch, ja, so 13 Items muss ich noch. Oh, gut, es geht eigentlich. Sammle ich so nebenbei noch ein paar Sachen auf. Ah, diese Tränke habe ich weggehauen, oder? Doch, einen habe ich. Ah, da hast du nicht mal EP gekriegt für. Okay, das war jetzt ein bisschen sinnlos. Nehme ich halt auf dem Weg noch die Dinger mit, die gehen. Und dann schauen wir mal. Ja, wir können auch Time Walker machen, aber lasst das mal danach machen. Ich würde jetzt erst quasi hier bis 104 noch fertig machen. Und dann in Legion quasi die Invasion bzw. die Dings machen. Die Invasion und die Bonusziele. Und danach Time Walker. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Wisst ihr, was ich meine? War, glaube ich, auch noch ein Teil irgendwo da, ja, da hinten gelegen. Die bringen ja re auch recht gut was. Ja, gut, jetzt lass mal da langsam straight rüberfliegen. Nach Nakrond. Jetzt ruck mal Mount hoch her irgendwann. Guck mal, Mount, hast du es nicht? Aber also musst du genauso ausflippen wie ich. Oder Ich noch habe mir extra mehr, je schon eine nachdem. Cola hier hingestellt. Extra schon so bereit, kühl gestellt. Sepp, grüß dich, wie das Training läuft, ne? Du fragst immer, ich hab dir gesagt hier. Im Moment sind ja die Fitnessstudios wegen Corona gesperrt, aber also normalerweise wäre ich jetzt, ne? Ich wäre schon Arnold Schwarzenegger, ich sag's dir. Aber leider, ne? Ist ja im Moment zu, deswegen, schade. Ja, bloß zweimal im Jahr ins Fitnessstudio. Okay, alles Einmal klar. um Anmelde, einmal zum Abmelde. Nee, ich sponsor das Fitnessstudio weiter. Das ist mein sozialer Beitrag. Muss er mich halt hier nochmal interrupten. So, da la. Naja, jetzt haben wir ja schon fast wieder 100 km die Sachen aufmachen hier gemacht. An dem Gebäude ist es, glaube ich, noch eins. Das kann man noch mitnehmen. Ja, 200k. Nein, der hittet mich. So, das nächste Bonusziel ist das mit den Wölfen da hinten. Da können wir jetzt dann gleich mal noch hingucken. Das hier und dann haben wir unten noch eins und dann sind wir auch durch. Jetzt sind wir auch, ja, da werden wir knapp über die Stunde kommen. Ziehst du den jetzt etwa auf hier? Weil hier kannst du auch noch ewig viele Sachen aufmachen. Am Ende mache ich eigentlich hier mal das ganze Zeug auf, um dann noch die Level hochzukriegen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt gar nicht notwendig sein. Weil da tatsächlich durch den 100% Buff, ne, ist es halt easy. Oh, hier haben wir noch einen bösen Mob. Jetzt habe ich auch fast das mit den Bonuszielen fertig. Mit den Bonus-Objectives quasi.
Steht das dran? Ja, nee, steht nur 30k dran. Also immer diese Grund-EP bleibt anscheinend gleich, ne? Glaube, hier müssen wir nichts aufmachen, hier müssen wir nur was töten, die zwei Bosse. Fuck, da liegt schon ein Wolf tot am Boden. Ah, doch, das sind beide da. Schauen wir mal, ich loote das mal noch weg. Da war. Ah, die Bosse haben wir jetzt, brauchen wir 15 Streuner noch. Pull hier oben schon mal welche zusammen. Kannst mal zu mir rüberkommen? Die verfolgen mich alle. Die Streuner. Okay, zwei brauchen wir noch. Oha, wieder Erfolg. Einen brauche ich noch. Ich würde sagen, schon. Einfach. Einen Streuner brauchen wir noch. Hier in der Höhle ist, glaube ich, noch einer. Hier. Ziehen euch sogar raus. Alter, der ist in der Luft. Lol. Er hat gezählt, aber er ist in der Luft verbuggt. Bin ich im Combat? Habt ihr das gesehen? Weil der in Crap gestorben ist. Wie das aussah. Also, was ich sagen wollte, ich meine, dass DK schon schneller ist, weil du ja dir sehr, sehr viele Level sparst. Du startest ja schon auf 58. Und der Monk kriegt zwar den EP-Buff, aber ich denke mal, das holt er nicht damit raus, dass du halt so viele Level sparst. Valek, grüß dich übrigens. So, das haben wir jetzt noch. Dann müssen wir da hinten ein paar Sachen noch machen. Ich glaube, die Quest nehme ich gar nicht an. Normalerweise nehme ich die Quest da immer noch mit, aber das lohnt sich, denke ich mal, gar nicht. Oh, hier ist ein Hordler. Allianzler. Allianzler, ja. Sag ich doch. Oha, den kenne ich doch. Tot. Oh, den kenne ich doch. Tot. Während ich den tötet habe, hat er ein Level abgemacht. Das ist doch schön. Kann er sich freuen und ärgern. Was muss ich denn hier machen? Knochen. Achso, den Boss, ne? Gibt ja Leute, die locker dann extra auf eine andere schauen, beleidigt dich dann. Ja, soll es Habe ich mir geben, ja. sagen. Habe ich mir sagen, leider. Machst du sowas? Da wäre ich viel zu voll dafür und ich könnte mir den Namen eh nicht merken. Naja, das ist halt das nächste. Ja, also den kann ich empfehlen. Wir müssen noch den Boss auch noch umboxen. Das, oder ist das der Boss? Wer steht hier dann? Muss mal gucken, ob man die Allianz wieder respawnt. Der hier, oder? Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein Ziel. Das hier unten. Was haben wir gesagt? 88? Ja, das müsste reichen. Da muss ich gar nichts mehr aufsammeln. Beide Das ausgelockt. müsste. Ja, mal schauen, ob mein Plan so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Mit Leechen dann vor allem. Aber das klappt hier auf jeden Fall schon ganz gut. Wenn jetzt hier noch ein paar Sachen mitnehmen, wo wir rüberfliegen, dann sind wir noch ein Stück weiter. Aber die Leechen-Invasion müsste ja schon ziemlich viel bringen eigentlich. Wo sind die eigentlich in Sturmheim, ne? Sturmheim. Aber wir haben noch genug Zeit, also das müsste aufgehen. Warte mal, wo ist das Ding? Das lag doch bestimmt irgendwo hier drauf. Ah, nee, das ist unten, oder? Ah, da Ja. hinten. Kriege ich schon ein gutes Stück weniger, ne? Sind es nur 11k? Ja, 2 Stunden noch. Das reicht easy aus. Das können wir ja dann gleich danach machen. Also das ist nicht das Problem. 103 bin ich jetzt schon. Dann gleich 104, wenn wir das Bonusziel noch machen. Kann ja hier die Sachen mitnehmen, kurz bevor ich Level up bin. Dann zählt es noch ein bisschen weiter rein, wisst ihr? Gerade so der Plan an der Stelle. Ach, das an dem Baum lasse ich liegen. Scheiß drauf, das ist immer echt ein bisschen blöd. Da hinten haben wir ja noch genug, die einfach so rumliegen. Fliege ich hier hinten noch eins wo ab und dann machen wir das Bonusziel und fertig ist. Das Atlas da drin gelegt. Ah ne, das ist glaube ich unten, ne? Das ist gar nicht hier. Das ist glaube ich in der Höhle drin.
Ah. Den hab ich nie gefunden. Den Kristall hier? Die meisten weiß ich, wo sie sind, die man halt immer wieder macht. Es gibt so ein paar, die sind ein bisschen ätzend tatsächlich. Und ich vergesse jedes Mal was Neues wieder. Eins nehme ich jetzt noch mit. Dann... Das war, glaube ich, auf dem Baum, oder? Das... Sehe ich jetzt nichts, ehrlich gesagt. Müsste eigentlich genau... Ach, hier liegt ein Toter. Ja, es müsste... Wahrscheinlich ist das auch wieder in irgendeiner Höhle drin. Ja, jetzt lass das Bonusziel machen, passt schon. Müssen wir einfach ein paar Mobs töten. Theoretisch kann ich da oben das Ding nur mitnehmen. Ah ne, das ist auch in der Höhle drin, okay. Aber das da unten nehme ich noch mit. Weiß ich, wo es ist. Reisig Soldaten, vielleicht. Ah, shit. Die werde ich wahrscheinlich jetzt hier nicht aufmachen können. Na, komm. Ja, ich musste töten, das hilft alles nichts. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Bin da in der... In dem Dings drin, unten im Keller, da ist nämlich eine Kiste, die wollte ich mir holen, aber das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet tatsächlich. Da hab ich so schon fast tot gehabt. Jetzt bin ich nämlich kurz vor Level Up. Achso, ich muss die Sachen am Hafen aufmachen, die Vorratskisten, den anderen Boss müssen wir noch machen. Welchen Bock? Boss? Was wie. Hier dieser Oger, da muss. Ach, der ist tot, oder? Hier, ach, der hat für mich nicht gezählt. Den Oger muss ich noch machen. Ein paar von den Wachen müssen wir hier noch töten und diese Vorratskisten. Drei von diesen Matrosen brauche ich noch. Oder von diesen Docks-Typen. Und den komischen Ogre brauchen wir dann halt auch noch. Okay, die Kisten haben wir. Jetzt brauchen wir noch zwei von den Ork-Soldaten. Und den Ogre. Oh, und den Dunkeleisenzeug. Ne, den Dunkeleisenzeug habe ich. Ah, der Ogre ist wieder da. Hier. Den hier. Hier sehe ich wieder so. In der Luft. Easy. Komm mal zu mir. Den müssen wir da wegboxen. Oh, warte mal, ich hab meinen Trank ja gar nicht mehr. Ich hätte die ganze Zeit mit dem Trank mehr P kriegen können. Zwei Soldaten hier, die zwei noch. So, da sind wir. 104, wunderbar. Auch mit der Folge ein Ticken überzogen, aber zumindest fertig. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer TLA, bis zum nächsten Mal. Ciao.